eine der wichtigsten Aufgaben für die EU in den nächsten Jahren wird sein, dass man den Bürgern und Bürgerinnen wieder eine hoffnungsvolle Zukunftsvision gibt. Auf der anderen Seite aber eben auch, wenn es um Standards geht. Also ich würde sagen, unsere österreichischen Standards, die unterscheiden sich jetzt nicht allzu dramatisch von denen in Deutschland zum Beispiel oder selbst in Griechenland und in Spanien. Und ich glaube, das sollte man den Leuten auch klar machen, wenn wir die noch in Zukunft auch verteidigen wollen, in Zeiten der Globalisierung, dann sollte man da zusammen weltweit auftreten, weil ansonsten werden eben größere Länder, so wie Indien, USA oder auch China zum Beispiel, vor allem auch in Zukunft, uns da irgendwann mal überrumpeln, ne? Die Standards über Bord werfen quasi. Ich glaube, das ist einfach enorm wichtig. Wir müssen nicht unbedingt auf die Vereinigten Staaten von Europa hinarbeiten, aber ich glaube, so wie es zum Beispiel in den Vereinigten Staaten von Amerika ist, wo man, glaube ich, kaum einen Kalifornier treffen würde, der sagt, er ist gegen die USA, nur weil ihm die Vorgehensweise der Texaner nicht so gefällt, wäre es halt auch wichtig, dass in Europa alle Bürger und Bürgerinnen stolz darauf sind, dass sie Europäer sind.